Herzlich willkommen zurück zum Gaschischen Simulator. Auf jeden Fall, ja, wir haben erstmal Kraftstoffkunden, gut. Ich wollte gerade sorgen, das ist für mich ja jetzt eine Weile her. Ich muss erstmal gucken, was überhaupt Sache ist. Tanken wir den auch mal kurz. Gut, meine Beine sind zumindest am Arbeiten. Der Müll ist hier, yo. Warte, so. Und inzwischen habt ihr mich auch daran erinnert, ich hatte es echt komplett vergessen. Man kann ja den kleinen Kram auch einfach mit dem Müllsack aussammeln, ja. Yo, braucht der auch noch was? Der Tank schon, oder? Nee. Bin ja schon da. Habe ich mittendrin Schluss gemacht, oder was? Geht denn so was? Nee. Das geht so aber auch nicht. Wir wollen nicht mittendrin hier Schluss machen. Ist ja gut. So, haben wir alles abgefrühstückt. Gut, wir haben aber auch fast alle Kunden bedient mittlerweile. Unsere Leute sind noch am Arbeiten. Wir haben inzwischen, genau, Aluhol haben wir inzwischen auch. Hier ist ein bisschen was los. Der betankt, der ist ein Stauzüchter hier. Vom Allerfeinsten. Ja, seht zu, dass du Land gewinnst, damit hier mal die Kunden wegkommen. Kunde ankauft. Nein. Gerade angefangen und dieser Blausebengel-Tennis. Sehr schön. Was noch einer da? Nein. Gut, dann kriegen wir alles in den Griff, so, denn, ja, ich kümmere mich gleich um den Losebengel. Hier haben wir zum Glück unsere Angestellten. Kunde an Kasse. Der müsste doch da sein, ne? Ja. Oh, gerade Sorgen. Den macht das mal. So, größtenteils. Was stinkt denn hier? Achso, das ist der Losebengel. Können wir die Kasse ja eigentlich auch selber machen? Denk mal, um ein bisschen Geld zu sparen, weil sonst kommen wir nie an Geld. Werde ich ihn jetzt nochmal seine Schicht beenden lassen, ihn den bezahlen. Dann kann er sich erstmal ausruhen und ihn wiederholen, wenn Partyboost kommt. Dann haben wir ihn zumindest da, weil da brauchen wir ihn definitiv. So, ich muss einmal das Klo sauber machen. Das ist auf der anderen Säule, ne? Genau. Ich will auch gerne noch, wie viel Geld haben wir eigentlich noch nicht so viel, ne? Na, gut. Gerne ein zweites Klo dazu haben. Da kümmern wir uns gleich darum. Schlimm mit dem Bengel hier. Ich will nochmal was gucken. Süßigkeiten haben wir noch ein bisschen. Machen wir von jedem einfach ein bisschen rein. So. Denn passt halt. Getränk ist noch voll. Das noch voll. Das passt. Will auch gerne noch so einen Zigarettenstand und sowas alles haben. Erstmal, gut, wir haben ja ein bisschen Geld über. Warte mal, bevor ich jetzt da die Toilette kaufe, ich gehe auch mal Luki in der Werkstatt machen. Die ist da. Um zu googeln, ob wir da was nachbestellen müssen. Reifen passt noch. Spiegel ist natürlich jetzt nicht so viel, das geht aber noch. Öl geht auch noch und... Ja gut, das haben wir alles. Wir müssen eigentlich nur Spiegel bestellen. Kunden an Kraftstoff. Ich bin schon da. Zwei Kunden an Kraftstoff. Alles klar, kriegen wir hin. Sehr schön. Da wollen wir mal ein bisschen Struktur hier reinkriegen. Und die Kunden an Kraftstoff lassen ja auch gutes Geld da, so ist es nicht. Nice. Yo, mach einen Abflug, Junge. So, lass mich mal an den PC, my friend. Danke. Wir werden einmal kurz Spiegel bestellen. Autoscheile, ich hoffe, die sind gerade billig. Das sind sie natürlich nicht. Wir brauchen trotzdem ein paar. Ich will mal ein bisschen was auf Vorrat haben. Das geht aber übelst ins Geld, du. Gut, brauchst aber noch einen Slogger. Werden wir bestellen. Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr, aber wir kriegen ja gleich wieder Geld. So, eine Richtung war das. War das hier? Ich muss mal kurz gucken. Das war hier, ne? Genau. Was kostet denn die nächste Toilette? 150. Ah, die haben wir aktuell nicht. Nein. Gut, dann machen wir es später. Schade. Hätte ich gern gehabt. Ja, genau. Kauf mal Aluhol. Inzwischen ist hier einigermaßen ruhig. Den werden wir hier erstmal das hier überstreichen. Und ich glaube, ich werde dem Klo einen Eingang, eine extra Farbe geben. Und ständig renne ich aus Versehen ins Klo. Kannst du doch keinmal, das verblasst die eh schon wieder. So, warte mal. Das Klo, das kriegt dann einfach die Farbe dunkelblau. Das passt. Dann weiß ich, das ist Klo. Genau. Sehr schön. Gunnar in Werkstatt. Oh, sie ist aber da. Ja, aber auch nur wirklich... Nein, da wollte ich nicht hin. Nochmal Rolli. Der ist Klosäber. Gut, jetzt haben wir wieder weiß, ne? Muss das hier auch nochmal überstreichen. Das verblosst ja mit der Zeit. Das soll ja strahlend weiß bleiben. Wir wollen ja eine ordentliche Tankstelle. Das geht eigentlich noch? Das müsste auch mal wieder... Ich muss ja auch die Werkstatt und das alles streichen. Deswegen müssen wir später halt auch alles über Angestellte laufen lassen.
Sehr schön. Dann können wir das hier auch nochmal streichen. Den passt das auch. Schade, dass man hier draußen das Unkraut und so nicht entfernen kann. Entschuldigung, Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Wo ist denn die Farbkleckser? Bin ihr da? Okay. Hier passt das noch. Ich will noch die... Hier passt das aber nicht mehr. Das ist hier so verblasst. Das muss nochmal ordentlich. Oh, die gehen aber auch gleich beide in die Pause. Ja, das geht noch. Das geht noch. Hier auch noch. Aber wir die ganze Tankstelle mal auf Vordermann kriegen. Jetzt haben wir inzwischen auch gut Geld, wegen der Werkstatt, ne? Gut, müsste nicht bald mal meine Lieferung eintreffen, die ich eben bestellt habe. Jo, da steht er da schon. Wieso wurde mir das denn nicht angezeigt? Bin schon da. Ja, die Bude ist auch schon wieder dreckig, wie nichts gut ist. Jo, ist ja gut, Mensch, ist ja gut. Komm mal rein. Bring Geld mit. Danke. Kunde an Kraftstoff, da kümmere ich mich sofort drum. Sieh schön, damit wir noch jemand das Lager. Ist aber wohl leer, du. That'll do. So, seh zu, dass du wegkommst, mein Freund. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Dalli, Junge, Dalli. Oh, deine Kasse wird er wohl noch abfertigen, oder? Gut, gut. Sie in der Werkstatt soll weiterhin regelmäßig arbeiten, wenn sie fertig mit der Pause ist. Aber halt eher in der Kasse, das mache ich halt nur, wenn ein Partybus da ist. Wie das? Jo. Sehr schön, sehr schön. Komm mir schon. So, ich putze sofort die Booty. Einmal rin noch mit. Danke. Just as I wanted. So, jetzt kommen wir zumindest mal wieder an Geld. Top of the line job there. Kunde und Werkstatt. Und sie ist... Yo. Moment, Kunde und Werkstatt muss warten, bis hier Entenpimmel weg ist. Okay. So, da haben wir gleich. Da haben wir auch gleich Kunde an der Kasse. So, man kann nicht alles einmal. Ich mache auf jeden Fall die Werkstatt. Werkstatt bringt gut Geld. Sehr schön. Müll ist auch schon wieder voll. Typisch. So, mein Freund, du wirst sofort bedient. Einmal kurz den Spiegel hier rein. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. So, hoch das Ding. Was hast du denn für Problemchen? Nur der Spiegel? Nur der Spiegel. Okay. So eine Kunden wollen wir nicht. Du bringst zu wenig Geld ein, mein Freund. So, weg damit. Renn damit. Nee, ist nicht nur der Spiegel. Was denn noch? Batterie oder was? Batterie. Okay. Batterie. Dann nehmen wir mal eine Batterie mit. Genau. So. Wie soll denn das gehen hier? Einmal ab. Batterie selber habe ich auch noch nicht gemacht. Nur raus damit. Wieder rein damit, nicht so laut, Mensch. Genau, wieder anschließen das Ganze. Zack. Sehr schön, sehr schön. Gut. Und das müsste euch jetzt auch damit gehen, ne? Jo, ich weiß von dir, wie eine Batterie und Reifen und das alles in einen Müllsack passen soll, aber stimmt schon. Dann brauchen wir nicht alles einzeln rausbringen. Geh doch. Sehr schön. Jo, ich komm schon. Bin schon da. Erstmal Kunden an Kasse. Geld geht vor. Definitiv. Oh, der kauft die guten Weine für Frauchen. Oder die, gut. Die guten Weine für Männchen. Den her damit. Den kommt zumindest langsam Geld. So, ihn werde ich aus der Pause rausjagen, falls ein Partybus kommen sollte. Das weiß man ja vorher nie. Komm, dann nehmen wir gleich mit. So, Kunde an Kraftstoff haben wir auch. Okay, Kunde an Kraftstoff wird sofort bedient. Einmal Rinder. Mensch, nimm den Müllsack mit. Danke. So. Die sind ja Gott sei Dank relativ kurz in der Pause, finde ich. Also die erholen sich relativ schnell. Dort ist ja noch was. Zack. Der nächste. Wunderbar. Den sind die auch abgefrühstückt. Sehr schön, sehr schön. Hier ist ja auch schon wieder die Holy Loose. Wie. Ich dachte gerade, da kommt ein Partybus. Fegen einmal durch, wollte ich sagen. Waren gehen aber noch, ne? Ja, also da brauche ich jetzt aktuell nichts nachbestellen.
Sehr schön, dann können wir uns gleich ums Klöchen kümmern. Obwohl, da will ich gerne eine zweite haben, ehrlich gesagt, damit mehr Geld reinkommt. Kunde in Werkstatt. Kunde in Werkstatt ist gleich dran. Oh, einen kurzen Moment. Wir holen einmal kurz das war bei Einrichtung, ne? Genau. Die zweite Toilette. Sehr schön. Dann haben wir zumindest schon mal zwei. Können eigentlich auch eine dritte dazu holen, ne? So. Drei Toiletten räuchen erstmal. Wunderbar. Den hetze ich auch mal rüber zur Werkstatt. Doch, da ist sie doch. Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Oder Freundin, oder... Gut, was hast du für Problemchen? Zeug an, Mensch. Natürlich, Räufin. Räufin. Was anderes habe ich nicht erwartet. Sehr schön. Aber die Werkstatt bringt wirklich gut Geld. Leider sind die Waren auch sehr teuer. Dann kann man, naja... Ob man da wirklich so viel Gewinn macht, glaube ich persönlich nicht. Zumindest kommt jetzt ein bisschen Geld in den Bäumen mit rein, weil wir jetzt drei Toiletten haben. Es können jetzt mehr Leute gleichzeitig ihr Geld da lassen. Die Chef müssen wir nicht unbedingt erledigen. Hauptsache, lassen das Geld da rein. Kunde an Kasse auch zwei. Ich bin sofort da. Einen kurzen Moment. Zack, 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 zack. So, weg mit dir. Danke. Einmal kurz Müllbeutel. Die nehmen wir gleich mit, die Reifen. Wunderbar. Rüber geht's. Didim, 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 didim. Jo, bin da, bin da, bin da. Kunde an Kraftstoff auch. Auch zwei Stück. Sehr schön, sehr schön. Immer schön die zuckervollen Getränke, die bringen am meisten Geld. Genauso muss das sein. Alkohol darf nicht fehlen. Ich brauche unbedingt einen Kippenstand. How much do I owe you? Unbedingt. Da kommt gleich der nächste Kunde. So, sieh diesen Beute fertig mit ausruhen. Das ist schon mal schön. Und ich denke mal, es wird jetzt demnächst auch mal wieder ein Partybus kommen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Wunderbar, kommt, dich bedienen wir gleich mit, aber beeil dich, ich muss einen Kraftstoff. So. Da nochmal. Hier nochmal. Genau. Oh, komm, ein bisschen Joghurt trinken. Ey, fall da nicht raus aus dem Korb. Bin schon gleich ein schönen Großeinkauf. Jo. Wunderbar, wunderbar. Jetzt kommen erstmal die Kraftstoffkunden. Sehr schön. Yo, yo, yo. So. Ich denke mal, ich muss gleich auch mal wieder Kraftstoff nachbestellen. Sehr schön. Denn sieh zu, dass ihr Land gewinnt. Kunde ist auch gleich da. Na, das passt doch jetzt einigermaßen. Haben wir uns noch gut im Griff. Die Herausforderung haben wir auch fast. Sehr schön, sehr schön. Jo, wir sind sofort bedient. Ich mache hier nur gerade kurz sauber. Den bringen wir gleich nochmal Müll raus. Kunde an Kasse. Jo. Wie gesagt, der darf sich erstmal ausruhen. Die lassen wir jetzt aber auch so lange ausruhen. Bis mal wieder ein Kunde ohne Werkstatt ist. Das ist ja Spaß, sich jetzt hinzustellen. Kostet alles Geld, Mensch. Die kaufen mittlerweile auch relativ viel. Das ist gut. Ey, fall nicht runter. Fall nicht runter. Thank you. Genau, den kann ich aber schon mal die beiden hier bezahlen. Sprechen. Genau. Du genauso. Wieso muss ich bei ihr nichts bezahlen? Warte mal. Angestellte. Sprechen. Bezahlung. Wollte ich gerade sagen. Ging gerade nicht. Ich muss wahrscheinlich erst auf zurück. Ne? Ja. So, jetzt sind aber beide bezahlt. Aktuell brauche ich sie. Okay. Ist jemand in der Werkstatt? Sie soll ja definitiv weiterarbeiten in der Werkstatt. Aufgabenliste. Autos reparieren. Du bleibst erstmal in Aufruhmodus, mein Freund. Voil. So. Dich nehmen wir, mein Freund. Wenn Partybus kommt. Sag mal, nimmst du den Müll auch mal mit? Danke. So, dann Ding nochmal mit. Kunde an Werkstatt wird sofort bedient von Angestellten, die ich schon losgeschickt habe. Ist der Müll sagt, hier daneben gefallen? Nein, Gott sei Dank. Gut, gut. Kunde an Corsi, das mache ich jetzt erstmal selber. Sehr schön. Geht ja aktuell. So sparen wir etwas Geld. Haben ja auch gerade etwas Geld, aber ich glaube, ich werde auch gleich nachbestellen müssen. Thanks.
Wunderbar. So, ich will einmal kurz. Eine Richtung Dekoration. Ist das... Nee, das ist keine Dekoration. Das ist wahrscheinlich Regale, genau. Autopflege, Zeugung, Zigaretten, Eiscreme. Wir nehmen erstmal großen Zigarettenständer. Sehr schön. Jo, wir bedienen dich. Kunde an Kraftstoff auch schon. Kriegen wir alles hin. Sehr schön, sehr schön. Hier, dort ist eine Geldquelle. Das muss man kurz bedienen werden. Werkstatt wird bedient. Super! Super! Yeah! Und nochmal. Sehr schön. Jo, Kunde an Korsee. Kunde an Mülleimer. Kunde hat... ich sollte nicht so mit der Maus rumfuchteln. Ich hab sie vom Stream gestern noch aus der Schnee stehen. Ja, fast von der Kasse gewischt hier. Das geht aber auch nicht. Genau, genau. Also alle Kunden abgefrühstückt. Perfekt. Dann kümmern wir uns einmal ums Regal. So, das muss... Ah, das muss in die Wand. Alles klar. Ah, warte mal. Das Ding da, das stört hier doch schon gewaltig. Wo hänge ich noch Ding hin? Erstmal hier, würde ich sagen. Denn soll hier nämlich doch Zigarettenregal ran. Nicht verkaufen? Ja, das passt. Sehr schön, sehr schön. So, Gunnar in Werkstatt, das macht sie. Den muss ich auch mal kurz Zigaretten bestellen. Lieferung, Produkte, bestimmt Produkte, ne? Jo. Alles teuer hier. Es gibt nur die Billigkippen bei mir. Mehr Kippen kann ich nicht? Okay. So, den gucken wir mal. Die kosten echt gut Geld. Mal 7 davon. 7 davon. Passt das überhaupt im Geld? Warte mal. Ja, geldtechnisch passt es noch. Gut, davon 8. Davon 8. Davon 8. Ja, ich glaube, das reicht doch erstmal. Sehr schön. Jo, bin da. Bald gibt's Kippen, Jungs. Raucht euch die Lunge schwarz. Hauptsache, ihr lasst Geld hier. Kunde an Kraftstoff. Besonders, wenn der Partybus kommt. Die kaufen doch bestimmt gut Kippen. Ich hoffe, der wartet jetzt noch ein bisschen, bis der Lieferant da war. Schön, sehr schön. Jo, jo, in der Zwischenzeit. Nee, mach ich nichts dabei. Ich hab Kunde an Kraftstoff. Brauche ich auch Geld, falls ich mal wieder Kraftstoff und Werkstatt und so nachbestellen muss. Ne? Sehr schön. Den da nochmal. Perfekt, perfekt. Kommt der Partybus? Da kommt Partybus. Da kommt Partybus. Oh, so viel zum Thema, der wartet. Junge, Angestellte. Hier, du, mein Freund. Sprechen. Aufkommenliste. Bezahlt bist du schon. Hier, bedien die Kasse. Genau. Der muss ich wohl schnell einmal durchputzen, sonst sieht es hier gleich noch schlimmer aus. Das geht so nicht. Partybus ist am Anmarsch. Der ist zwar stressig, aber ich liebe den Partybus. Ich liebe ihn. Allein schon die Mugge. So, Müll haben wir auch gleich raus. Kommt gleich, mein Freund. Kommt gleich. Da kommen sie schon. So. So. Jo, ich komme zur Lieferung. Ich komme. Jo, bin doch schon da. Komm mal rein. Genau. So. Dann konnte er sich mich erstmal um die Portibus-Geste kümmern. Ich räume gleich die Kibin ein. Nun, geh doch und kann sorgen. Ja, sammeln sich auch langsam Leute an der Kasse an, mal treu. Aber das kriege ich ja schon hin. Das kriege ich ja schon hin. Müll ist auch voll, obwohl ich es gerade ausgeleert habe, ne? That'll do. Kümmern wir uns auch sofort drum, Alter. Das ist halt der Partybus. Ohne Party entsteht halt auch Müll. So, seh zu, dass du Land gewinnst, mein Freund. Ich habe mehr zu tun. Ich habe die Hütte voll. Wo hier schon Wall 4 an der Kasse. Genau. Abflug, Mensch. Danke. Funktioniert bestens. Juhu, juhu, ich komme, ich komme, ja, ich komme, ja, Mensch, immer mit der Ruhe, hier, einmal Müll, hier, den einmal, oha, oha. Räume sofort weg, einmal nur den, der bringt Geld.
Werkstatt kümmert sie sich ja drum. Sehr schön. So. Dann hier auch immer raus. Kunde an der Große mal 8, aber er macht das schon. Er macht das schon. Kunde an Kraftstoff auch schon wieder. Mensch, 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 du. Ist auch beim Partybus brauche ich ihn, du. Dringend. Für uns wird das hier nichts. Wollen die holen. Kauf mir hier mal einen Alkohol weg, du. So, einmal kurz Kunde an Kraftstoff bedienen. So viel Zeug muss sein. Oh, Kunde an Gosse mal 5, das kriegen wir hin. Sag, haben wir auch nicht nur alle Hull und Getränke? Nö. Na, Getränke haben wir noch ein bisschen, aber. Lace all. Lace all. Haben wir noch Süßigkeiten? Jo. Auch nicht mehr viel, ne, aber. Pass alles rein, gut. Ich fühle mal kurz das Ding da auf. Place all, place all, place all. Ja, toll, jetzt habe ich nur die gleiche Sorte drin. Entschuldigung, Mensch. Warte mal. Kann das Ding doch noch mal... Nee, will ich die Zigarettenpackung aufheben? Nein. Die soll da wieder rein. Echt jetzt? Ich will das verdammte Regal aufheben. Danke, mehr wollte ich doch gar nicht. Nochmal hin. So, das kann man aber auch nicht irgendwie einstecken oder so, ne? Doch, so kriege ich es rein. Sehr schön. Wunderbar, den Eimer von jedem ein bisschen. 10, 10, 10. Nochmal 10. So, das ein bisschen, da passt aber viel rein, ne? Abwechslung drin herrscht. Genau, da ist für jeden was dabei. So, dann kümmern wir uns mal wieder um den Müll. Wird ja langsam weniger. Die Portigäste sind schon abgefrühstückt. Sehr schön, sehr schön. Jo, danke, dass du den Müll mitnimmst. Danke. Kunde an Kraftstoff ist auch wieder da. Sehr schön, sehr schön. Kunde an Kraftstoff mache ich wohl erstmal zuerst. Auf jeden Fall. Können Sie jetzt auch Keeping kaufen? Ich muss Alkohol und Kipp nach. Alkohol und. Super. Snacks mache ich. Au, Entschuldigung, Mensch. Entschuldigung. Ja, ich kümmere mich sofort um dich. Muss ich auch einmal kurz durchfegen, Mensch. Fette mir ja nie hacken. Passt doch. Passt doch. So, dann mach du erstmal die restlichen Kunden, mein Freund. So, ums Klo kümmern wir uns auch gleich. Ich muss einmal kurz Kunden betanken. So. Have a nice day. So, Kieben haben wir drin, die können sie kaufen. Ich muss Alkohol nachbestellen, Getränke und Snacks, das geht aber noch. Was hast du denn gemacht, Mensch? Das ist schlimm. Ich muss auch einmal kurz ins Klo. Das ist ja auch schon wieder voll getrampelt, bis zum geht nicht mehr. So, und hier ist auch schon wieder irgendwas. So. Geld haben wir ein bisschen was. Tabak brauchen wir erstmal nicht bestellen. Auf jeden Fall Alkohol. Dort ist wichtig. So, den gucken wir einmal. Lieferung, Produkte, Alkohol. Hier, wir nehmen Dosma, wir nehmen Dosma. Das ist zumindest billig. Gut, es gibt nur die zwei Sachen. Und ich würde gerne auch ein paar Getränke bestellen. Wir nehmen einfach immer das, was billig ist. So. Eiscreme bringt mir jetzt nichts. Gut, dann nehmen wir noch ein paar Snacks dazu. Hier, Popcorn, Chips, Oma Kekse. So, hau das alles überhaupt noch hin hier, du. Vom Geld her, ja. Vom Lager her wird es, glaube ich, eng. Aber mal gucken. Davon 5. Von 5. Jetzt wird es auch eng mit Geld. Okay. Ja, das ist noch geht's, noch geht's. Passt aber schon gar nicht mehr ins Lager. So, doch geht's mir schon los. Gut, den bestelle ich wohl erstmal von jedem ein. Das passt nicht ganz. Nein. So würde es passen. Gut. Bestellen wir. Bin es schon mal etwas? Kühne an Kraftstoff, ich bin da. Jo, boah, das ist so gefährlich, bis ich hier rüber laufe, aus meiner Tankstelle. Hier wird gewartet, bis ich Platz mache. Thanks. So. Hoffe, jetzt kommt keine Kraftstofflieferung. Kraftstoff nachliefern.
Aber habe ich ja, glaube ich, gerade erst. You're amazing. Wunderbar, wunderbar. Die Lieferung ist im Anmarsch und ich muss hier schon wieder fegen. Geld, guck, wir haben schon wieder 500. Geld kommt ja auch nicht relativ schnell rein inzwischen. Du hast schon mal was? Ich darf bloß nicht vergessen, ich muss auch regelmäßig Werkstatt dafür stellen. So, das wird hier, glaube ich, alles wieder eingeräumt. Keine Sorge. Oh, die kaufen aber Kippen. Wunderbar, wunderbar. Und an Kose macht er. So, sieh mal zu, wo ist denn meine Lieferung, Mensch? Der steht zumindest noch nicht vom Tor, ne? Wo ist er denn? Kommt gerade erst an. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, hup hier nicht rum, Mensch. Kann ich das Klo eigentlich ausstreichen? Mal ausprobieren. Na, nicht fliegen. Sträuchen. Kunde in Werkstatt, das müssen sie doch machen. So, was, welcher Farbe? Ich meine, Klo ist in der Regel weiß oder rosa oder sowas, ne? Braun, damit man die Scheiße nicht sieht, wäre auch gut. Aber ehrlich gesagt, ich streiche das Klo. Schlicht und einfach grau. Ja, das geht. Okay. Das geht. Sehr schön. Ja, guck mal, so sieht es auch ein bisschen sauberer aus. Da sieht man die Fliesen noch. Sehr schön. Passt doch. So, jetzt muss ich aber kurz um die Lieferung kümmern. Den müsst ihr euch jetzt hier so langsam mal antrauben, ne? Wo bleibt er denn? Steckt er irgendwo fest oder was? Was ist denn da los? Sag mal, bist du da fest? Was ist denn hier passiert? Warte mal. Bricht hier weg? Hier, beweg dich weg da. Mensch. Moment. Danke. Das war kein Wunder, dass morgen lieber nicht angekommen, Mensch. So, geht der Verkehr hier jetzt vor der? Sieht so aus. Echt jetzt, Mossenstau vor der Tankstelle. Tut dat not? Das ist kein Wunder, dass meine Lieferung nicht ankommt, wenn die da alle im Stau stehen. Okay. Autos knacken, da habe ich jetzt keine Zeit für, Mensch. Muss meine Lieferung ausleeren. Jo, bin schon da, Mensch. Ich habe dich doch gerade erst befreit. So. Echt jetzt? Man wartet da auf so eine Lieferung. Und er steht da im Stau. So. Räume rein damit. Danke. Was noch mehr, ne? Ejo. Kunde an Kraftstoff kommt gleich. Sehr schön. Ich hätte zwar auch diesen UFO-Button dann nutzen können, aber da hatte ich Angst, dass mir meine Lieferung abhanden kommt. Das wäre natürlich nicht so toll. So. Immer noch nicht alles? Okay. That'll do. Sehr schön. Jetzt ist das Lager aber voll. Machen einen Abflug, mein Freund. Kunde an Kosse wird bedient. Kunde an Kraftstoff kommt sofort. Muss man das hier auch noch streichen? Bestimmt, ne? Bestimmt. Kunde in Werkstatt. Jetzt auch noch. Also sie ist in Pause. Gut, Kunde in Werkstatt kommt gleich. Ich muss eh mal überprüfen, ob da noch alles da ist. Aber eins nach dem anderen. Jetzt erstmal Kunde in Kraftstoff. Müll ist schon wieder voll. Oh, du. Autos knacken soll ich doch. Hab ich überhaupt keine Zeit für. Gut, erstmal. Einmal rein damit. Sehr schön. Du im nächsten bitte. Gut, gut. Jo, kriegen wir hin, bevor die Leute hier noch... So, Kunden an der Kasse werden bedient, sehr schön. Einmal rein damit, Kunde in Werkstatt kommt sofort. Kunde in Werkstatt muss jetzt etwas Geduld haben. Kassierer hat keine Zeit für Kunde an Werkstatt. So, ich bin schon da, aber Kunde in Werkstatt. Kunde in Werkstatt, erstmal Karre hoch. Gute Reifen haben wir noch, Spiegel haben wir auch noch. Ah, es geht aber noch, ne, es geht aber noch. Gut, was hast du noch für ein Problem? Kronzer, Reifen, Ölstand, okay. Oh Mann, glaube ich, das volle Programm hier, du. Nehmen wir einen Spiegel mit. Jo, Spiegel war. Gut, gut, gut. Rin, rin, rin.
Danke. So, das war ein Reifen mal nur. Ein Reifen? Wow. Kommt selten vor, ne? So, raus damit. Zack, zack. Dann räumen wir gleich auf. Oh Mann, meine Bude sieht auch aus wie Hulle. Kümmern wir uns gleich drum. Eins an dem anderen. Er geht auch gleich eine Pause an der Kasse. So, dann haben wir auf jeden Fall noch Grazer und wir hatten eine Ölstadt, ne? Ölstadt. Öl habe ich noch nie selber gemacht. Wollen wir gleich mal gucken, wie das genau funktioniert. Jetzt mal die Kratzer entfernen. Und dann Kraftstoff ist auch wieder da. So, dann haben wir wirklich noch den Ölstein. Dann machen wir auf die Haube. Das hier war Öl, ne? Jo. Nehm mit. Was ist denn hier Öl? Da. Ah, wahrscheinlich zwischen die beiden Balken. Sehr schön, sehr schön. Einmal hier, das weg. Das weg. Hier, das Ding kannst du auch gleich mit wegschmeißen. Wollte ich auch noch zum Teufel. Okay. Dort nehmen wir, glaube ich, mit. Ja, so einfach, als wenn man jedes Teil einzeln rausbringt. So. Gut, 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 gut. Bin schon da. Ehe ist in der Pause. Sie ist zum Glück gleich fertig. Den nächsten Kunden kannst du wieder machen. Pretty much what I ask for. Danke, danke. Was machst du, Dormann? Schieb nicht dein Auto durch die Gegend. Soll wohl nicht wahr sein. Wir sind hier keine Schieber, Mann. Seh zu, dass du wegkommst. Nur weil ich das gemacht habe, das war notvoll. Das ging nicht anders. Kunde und Kasse. Kunde an Kasse wird bedient. Sehr schön. Er darf wieder Pause machen bis zum nächsten Partybus. Wunderbar. Jo, ich räume die Regale auch gleich wieder ein. Immer mit der Ruhe. Gut, gut. Jetzt sind wir vor am Ende. Die nächsten Kunden an Kassen warten. Bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.